gibt ja nicht immer nur schöne und gute Nachrichten von uns. Es gibt natürlich auch manchmal ein paar Sachen, die wir eigentlich gar nicht so unbedingt wollten, wie sie jetzt passieren. Eine davon steht jetzt neben mir. Nicht, dass ich als Sache bezeichne, aber da haben wir jetzt mal wieder leider einen ungeplanten Abschied, Jack. Dich zieht's wohin? Richtig, in die Schweiz. Mein langer Traum und hat sich jetzt, kurzfristig ergeben so. Und daher passt mir zwar nicht so wirklich. Es war eigentlich nicht so geplant, dass es so kurzfristig ist. Aber es lässt sich leider nicht ändern und ich muss das Angebot einfach annehmen. Und was machst du in der Schweiz? Ich werde bei Hilti arbeiten, im Reparaturservice. Alles, was dazu gehört, eben Papiere fertig machen, Analysen, solche Sachen. Also auch gar nicht mehr das, was du jetzt hier gemacht hast. Genau, ne? Das ist schon was anderes als hier. Ne? Ja. Aber es ist auch halt Handwerk und in der Elektrobranche, könnte man auch sagen. Ja, im weitesten Sinne, genau. Ja, sehr schade. Mhm. Also Jack wollten wir natürlich gar nicht verlieren. Aber gut, manche Lebenswege sind eben so, dass man sich dann doch irgendwann mal trennt. Wir hatten ja nur auch schon jemanden an die Feuerwehr verloren. Als Privatperson kann man nur sagen, viel Glück. Mhm. Vielen Dank. Als Chef sage ich das natürlich auch. Ja, heute ist leider mein Abschied. Überlegt habe ich mir Chili con Carne zu kochen, über Sandra natürlich, Sandra hat es gekocht. Leider ist da irgendwas über Nacht passiert mit dem Chili, irgendwie ist da irgendwas gekippt. Und jetzt, ja, kommt eine Alternative. Genau, jetzt haben wir nämlich als Alternative haben wir Pizza bestellt. Schade mit dem Chili, aber wir wollen ja auch nicht, dass die gesamte Belegschaft morgen unpässlich ist. Jack, eigentlich wollten wir ja gar nicht, dass du gehst. Und normalerweise gibt es für Leute, die gehen, obwohl wir das nicht wollen, auch keine Geschenke. Aber wir haben gehört, du gehst in die Schweiz. Und wir dachten, wir geben dir mal was richtig Deutsches. Also, du weißt schon, ein paar Spezialitäten mit. Damit du schon mal weißt, auf was du dich vorbereiten kannst. Herzlichen Dank. Natürlich gibt es auch eine kleine Karte, wo drauf steht, dass wir froh sind, dass du jetzt leider gehen musst. Und passend zum heutigen Desaster mit dem Chili. So eine kleine Verköstigung. Genau. Mal sehen, wie lange die hält. Oh, herzlichen Dank. Die wird natürlich nicht bei der Arbeit, du weißt ja Bescheid. Vielen Jack, Dank. Vielen Dank für deine Arbeit. Herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, uns auch. Ebenso. Einfach großartig. Besser hätte es gar nicht laufen können. Nee. Und das steht auch in der Karte, solche Arbeitnehmer wie dich findet man eben auch selten. Loyal, immer einsatzbereit, jede Überminute, die angeordnet wurde oder gewünscht wurde, mitgemacht. Toll. Wie gesagt, auch wo wir in Polen waren oder unten in Friedrichshafen. Super toller Einsatz von dir. Ne? Freut mich. Konntest du über mein Auto fahren, ohne dass ich gebitzt wurde. Danke, und dann essen wir halt Pizza. Genau, Pizza-Time. Pizza. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far.